Im heutigen Anwendungsfilm mit den Powerstrips möchte ich Ihnen Beispiele zeigen, wie man Schmerzen im Bereich unserer Schulter behandeln kann. Unser erster Step in der Behandlungsebene ist, das Powerstrip genau im Bereich der Schulter aufzusetzen, wo unser Schmerz ist. Das könnte entweder in der Vorderseite sein, entweder im oberen Bereich oder auf der Rückseite. Konzentrieren wir uns heute jetzt erstmal hier im Bereich der Vorderseite. In unserer nächsten Hierarchieebene suchen wir wieder den Triggerpunkt und der wird gleichzeitig durch das Schmerztape direkt gleichzeitig hier schon abgedeckt. Um vor allen Dingen jetzt wirkungsvoll arbeiten zu müssen oder zu können, brauchen wir unsere unterschiedlichen Außen- und Innenrotationsmuskeln, die zum einmal die Brustmuskulatur sind, die großflächig durch den Powerstrip versorgt wird. Und vor allen Dingen Muskulaturen, die von dem Schulterblatt zum Schultergelenk ziehen, also ganz grob auf der Rückseite sich befinden. Abschließend schauen wir uns wieder an, welches Wirbelsegment diese Muskeln beeinflussen kann. Und das ist vor allen Dingen jetzt hier leicht oberhalb der Mitte der 10. und 9. Wirbelkörper. So habe ich Ihnen hier wieder 4 verschiedene Ebenen aufgezeigt, um Schmerzen im Bereich unserer Schulter behandeln zu können. Vor allen Dingen sind es unsere verschiedenen Muskelspannungen in und um das Schultergelenk herum, die Schmerzen auslösen können. Erste Ebene war das Schmerztape, unser Powerstrip, genau auf den Schmerz auf der Vorderseite, auf der Außenseite oder auf der Rückseite aufsetzen. Das deckt gleichzeitig auch den Triggerpunkt meistens mit ab, der sich hier im Bereich unseres Brustmuskels im oberen Anteil befindet. Ganz wichtig zur Behandlung von Schulterschmerzen sind vor allen Dingen unsere Außen- oder Innenrotationsmuskeln mit dem Tape zu versorgen. Und das ist ganz grobflächig unsere Brustmuskulatur und die Rückseite grob auf dem Schulterblatt. Die Wirbelsegmentebene, die vor allen Dingen den Brustmuskel beeinflusst, ist vor allen Dingen leicht oberhalb der Körpermitte zu finden und befindet sich am 9. und 10. Wirbelsäulensegment. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Alexander von Hausen.